Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Letzte Worte. Könnt ihr euch an besonders einprägsame letzte Worte erinnern? Letzte Worte eventuell nach einer Trennung, nach einem sehr schlimmen Streit oder nach einer Kündigung vielleicht auch? Oder erinnert ihr euch an die letzten Worte eines Menschen auf dem Sterbebett, die vielleicht besonders traurig, vielleicht auch besonders überraschend oder vielleicht auch schockierend für euch waren? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer, das ist heute der Jan, und Jan ist 21. Hallo Jan. Guten Morgen, hallo. Morgen Jan. Ja, letzte Worte. Darf ich du sagen? Ja, natürlich. Ich sag ja zu dir auch du. Alles klar. Das ist hier so üblich, hier duzen sich alle immer. Okay, ich muss nochmal fragen. Ja, also die letzten Worte, die ich zu meinem Bruder gesagt habe, die werden mir nie aus dem Kopf gehen. Mhm. Das Ganze ist schon 11 Jahre her. Ja. Mein Bruder ist sehr früh schon gestorben, mit 8 Jahren. Mit 8 Jahren? Mit 8 Jahren, ja. Und du sprichst jetzt von den letzten Worten, die du ihm gesagt hast, bevor er gestorben ist? Genau, wie schon eben von dir erwähnt, also wir hatten einen heftigen Streit. Ja. Also aus einer Nichtigkeit eigentlich. Er hat mein Zimmer verwüstet, beziehungsweise unser gemeinsames Zimmer. Mhm. Und da alles in Schutt und Asche gelegt, und da hatten wir halt einen heftigen Streit, und dann habe ich zu ihm gesagt, warum er ausgerechnet mein Bruder ist. Also habe da ich warst, halt Streit gesagt. Wie alt warst du da? Er war 8 Jahre und du warst wie alt? Ich war 10. Du warst 10. Mhm. 2 Jahre jünger als ich. Mhm. Ja. Warum genau er gerade dein Bruder ist? Genau. Mhm. Und dann ist er bald gestorben? Am nächsten Tag schon. Also er kam dann von der Schule nicht zurück. Das war Ende 96, November. Mhm. Und ja, keiner wusste, was los ist. Was war los? Er ist ertrunken. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Er ist nach der Schule zu so einem See gegangen, wo wir eigentlich immer zusammen hingegangen sind. Mhm. Hat er gespielt. Mhm. Ist dann ins Eis eingebrochen und dann, ja, ertrunken. Ach, im Winter war das? Genau, im Sommer war das. Ja, und dann haben sie ihn auch erst 2 Tage später gefunden. Das heißt, ihr wart 2 Tage in der Ungewissheit, was ist mit dem Bruder los? Ja. Und dann hat man ihn gefunden? Ja. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber das geht dir noch sehr, sehr ans Herz, ne? Ich mag das, wie du erzählst. Ja, das geht mir total ans Herz. Also ich muss sagen, ich habe das gar nicht richtig begriffen, weil ich halt viel zu jung war. Mhm. Mhm. Das war, also wir hatten nie ein besonders gutes Verhältnis. Wir waren eigentlich immer total unterschiedlich. Mhm. Und es gab fast jeden Tag Streit. Und auch richtig heftig, also wir haben uns richtig jeden Tag gekloppt. Mhm. Und also ich war auch bestimmt nicht der Einfachste. Also ich war immer extrem neidisch und eifersüchtig. Mhm. Und, also auch Konkurrenzverhältnis zwischen euch beiden Jungs. Genau. Ja. Als und also, du das dann damals, oder deine Familie und dann du auch erfahren hast, nach 2 Tagen, der Bruder ist tot. Kannst du dich erinnern an deine ersten Reaktionen? An deine Gefühle und auch, was du getan hast? Schock und dann nur noch Tränen. Mhm. Wie alle. Also meine Mutter war völlig fertig. Und kam dir da sofort in Erinnerung, was du eigentlich so als Letztes zu ihm gesagt hast? Nee, ich muss sagen, das kam erst später. Mhm. Also das kam erst später. Mhm. So erst, das wurde mir so richtig erst mit 15, 16 bewusst. Ach so. Mhm. Weil, also, nee, das...
Das war jetzt nicht, woran ich zuerst gedacht habe. Ich dachte zuerst, also das kann nicht sein. Und also während der Zeit, die ihr zusammen habt verbringen können und dürfen, war viel Streit da und Rauferei zwischen euch beiden Jungs, wie du gerade beschrieben hast. Nachdem der Bruder dann tot war, hast du sehr positiv immer an ihn gedacht und mit, mit Sehnsucht auch an ihn gedacht? Ja, ja, total. Und würdest also, dir sicher wünschen, dass er heute da wäre und ihr ein gutes Verhältnis miteinander hättet? Ja, total. Also man hat halt Fotos und auf den Fotos sind halt immer die glücklichen Momente und nicht die Streit, die Momente, wo Streit war. Und da sieht man halt, wo wir uns so verkleidet haben und so Faxen gemacht haben und wo die Familie da war und alles total lustig war und ja. Machst du dir wegen dieser letzten Worte Vorwürfe? Ja, extrem. Extrem? Ja. Ich habe gerade so gedacht, als du das erzählt hast, du warst auch sehr jung, ihr wart beide Kinder und ihr habt gestritten und es ist aus so einem Streit heraus gesagt worden und du hättest ja noch schlimme Sachen sagen können im Streit, was Kinder so sagen. Kinder sagen auch schon mal, Mann, ich wünsche, du wärst tot, ne? Sagen Kinder schon mal so. Ja, das wäre natürlich noch viel schlimmer gewesen. Das wäre unfassbar gewesen, aber so finde ich, also so beim, nachdem ich das jetzt spontan gehört habe, finde ich nicht, dass sich damit Schuld verbindet. Oder dass du ein schlechtes Gewissen dir machen musst. Nee, jetzt, das ist jetzt auch nicht unbedingt nur auf die letzten Worte bezogen, sondern halt auch was auch davor gelaufen ist. Dass ich halt so ein, in Anführungszeichen, so ein ekelhafter Bruder war und so ein schrecklicher Mensch in dem Alter halt. Dass ich ihm alles nicht gegönnt habe und also das fällt mir halt jetzt erst so auf. Ne? Früher, da habe ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Hast du noch andere Geschwister? Nee. Wie war denn das dann das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter und deinen Eltern, nachdem der Bruder verstorben war? Extrem eng. Extrem eng. Also, wobei ich sagen muss, meine Mutter hat sich total auf mich gestürzt, sozusagen. Ja. Und mein Vater hat dann angefangen zu trinken. Was er auch immer noch macht. Das heißt, er hat das Unglück nie verwenden können. Nee, sowas kann man auch nicht verwenden. Also letztendlich kann man das nicht verwenden, aber er hat zum Alkohol halt gegriffen, in der Hoffnung, dass er sich betäubt damit. Ja, und was halt auch noch krass war, ich war an dem Tag krank, wo das passiert ist, weil sonst hat meine Mutter uns auch immer von der Schule abgeholt. Wir wohnen im Dorf, da ist eine Grundschule, da sind wir immer zusammen abgeholt. Und an dem Tag ging das halt nicht und dann ist das halt gleich passiert. Deine Eltern haben dir aber nie irgendwelche Vorwürfe gemacht, dass du ein schlechter Bruder warst? Nee. Also jedenfalls nicht direkt. Indirekt schon? Nee, also danach nicht. Sie haben es früher mal gesagt. Also meine Mutter hat gesagt, warum musst du so sein? Und aber da lebte der Bruder noch? Da lebte er noch, ja. Hinterher hat sie nie was gesagt? Nee. Zum Glück, ich weiß nicht, ob ich das dann noch so verwunden hätte. Also ich habe da jetzt schon genug mit zu tun. Und hast du denn viel oder habt ihr viel in der Familie über dieses Unglück und den toten Bruder gesprochen? Ja. Heute auch noch. Mit meiner Mutter, ja. Besonders mit meiner Mutter. Also meine Mutter und ich gehen auch jedes Jahr zusammen in die Kirche, mindestens so zweimal. Und das ist eigentlich immer extrem gut. Das tut echt gut. Also ist der Bruder eigentlich nach wie vor immer bei euch, immer präsent. Auf jeden Fall, ja. Ja, und ich danke dir für... Ja, bitte? Ich denke halt auch noch sehr oft an ihn. Also, wurde nur 8 Jahre alt und also ich überlege mir halt, was aus ihm geworden wäre, was er gemacht hätte. Ja, solche Gedanken macht man sich. Erste Freundin gehabt hätte und das sind halt so Sachen, die man gerne mit seinen Geschwistern erlebt hätte. Natürlich. Was er beruflich gemacht hätte, was ihn interessiert und überhaupt so. Alles Mögliche denkt man sich dann zurecht und denkt sich das aus. Und wie er aussehen würde, also ich träume ganz oft, wie er aussehen würde und das ist dann halt total furchtbar, wenn ich dann aufwache und dann war das wieder. Hast du ein Bild von ihm in deiner direkten Umgebung stehen oder hängen? Ja, wir haben viele Bilder von ihm hängen und ich habe ein Lieblingsbild von ihm, wo wir beide drauf sind.
Das habe ich auch immer dabei. Lieber Jan, ich danke dir sehr für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Das ist ja schon auch etwas sehr Bewegendes und sehr Intimes. Ja. Ich danke dir sehr und wünsche dir, deiner Familie, alles Gute. Alles klar. Dankeschön. Tschüss, Jan. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt letzte Worte. Sind euch besonders einprägsame letzte Worte in Erinnerung, die jemand zu euch gesagt hat oder die ihr vielleicht auch, so wie Jan das gerade beschrieben hat, die ihr vielleicht zu jemandem gesagt habt? Das kann bei einer Trennung sein, bei der Kündigung, bei einem extremen Streit, oder sind euch auch letzte Worte in Erinnerung von Sterbenden, die ein Sterbender zu euch gesagt hat, die vielleicht besonders rührend, traurig, vielleicht aber auch erschütternd und schockierend waren? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch. 0800 220 50 50. Hier ist Ursula. Ursula ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Ursula. Bin froh, dass ich mal wieder durchgekommen bin. Wir hatten schon mal gesprochen. Ja. Und jetzt ist Folgendes bei mir passiert. Es war ganz traurig. Ich war 5,5 Jahre alt. Und meine Eltern, die hatten Landwirtschaft und die haben mir dann gesagt, wir haben im Stall zu tun, es war Januar, geh du zu der Oma, die war ganz krank, die hatte Krebs. Und pass auf, und wenn mit ihr was ist, rufst du uns, ich gehe zu meiner Oma, die sitzt da. Und die wohnte im Haus bei euch? Ja, die wohnte bei uns im Haus, das war von meinem Vater die Mutter. Und da gehe ich zu ihr ins Zimmer und die sitzt da, da sagt sie zu mir, Mädchen, komm zu mir. Ich gehe zu ihr hin, setze mich, dann nimmt sie meine Hand. Mädchen, bald hast du keine Oma mehr. Und da ist sie in dem Moment auch schon gestorben. Ach. Und das war ganz schlimm für mich. Ich war ganz alleine. Und Sie lag nicht im Bett? Nein, sie hat gesessen. In einem Sessel? Sie hat sich aufgesetzt, ja. Sie hat auf dem Sofa gesessen. Und da hat sie tagsüber drauf gelegen immer. Ja. Und da hatte sie sich aufgesetzt und dann saß sie da. Und quasi, nachdem sie das gesagt hatte, Mädchen... Ja, nachdem sie das gesagt hatte, war sie dann tot und ich habe das gar nicht registriert. Ich war 5,5 Jahre alt. Hielt sie denn deine Hand dann noch? Ja, sie hat meine Hand genommen und hat die festgehalten. Und dann sagte sie in dem Moment, Mädchen, bald hast du keine Oma mehr. Und dann ging der Kopf nach vorne rüber und dann war sie wohl in dem Moment gestorben. Das ist doch für ein 5,5-jähriges Kind ein unbeschreiblicher Schock. Das war ganz schlimm. Was hast du getan? Ich wusste gar nicht, was mit ihr los war. Du hast doch wahrscheinlich gar nicht im ersten Moment gedacht, dass sie tot ist. Nein, ich habe im ersten Moment nicht registriert. Ich habe sie angerufen, Oma, was ist mit dir? Sie gab keine Antwort. Dann weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Da habe ich gesagt, Oma, warum hörst du mich nicht? Ist da ein Trommelfell geplatzt? Ich wusste gar nicht, was los war. Und dann merkte ich auf einmal nach einer gewissen Zeit, die Hand wurde immer kälter. Ich habe vor lauter Schock, ich habe nur geschrien, Hilfe, Hilfe. Und da hat meine Mutter das dann gehört. Und dann ist sie reingekommen und hat gesagt, die Oma ist tot. Das war der Mutter gleich klar dann? Ja, die hat ja die Hand, die war ja kalt. Da hat sie das gesagt, die ist tot, die ist jetzt im Himmel. Und ich habe da an der Oma sehr gehangen. Die hat Kannst du im Nachhinein noch sagen, wie lange du dann alleine bei der Oma geblieben bist? Ich glaube, das waren schon so 10 Minuten, 4 Stunden. So lange ist das noch? Schon gewesen, so ja. lange noch? Ist auch erstaunlich, ne? Dass ein kleines Mädchen da nicht rausläuft. Und nein, ich habe sie immer wieder angesprochen und wollte jetzt, dass sie Antwort gibt. Und da merkte ich, ihre Hand wird immer kälter. Und ich habe so an meine Oma gehangen. Ich wollte da auch nicht weg, da habe ich nur um Hilfe geschrien. Das sind jetzt, grob kann man sagen, 50 Jahre her. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man so ein Erlebnis niemals vergisst und niemals... Nein, das vergisst man. Das ist ja wahrscheinlich so nah, als wäre es gestern. Ja. Wie war das denn, dann hast du das denn überhaupt danach dann begriffen? Ja, ich hatte das begriffen danach und ich habe so an meiner Oma gehangen. Ich habe auch alles, was ich so als Kind für sie tun konnte, habe ich auch für sie getan und so. Wenn sie mir so kleine Aufgaben gegeben hat, sie war ja krank, geh mal für mich einkaufen, ich bin sofort gelaufen, ich habe alles dafür gemacht, weil die war sehr lieb und nett zu mir und ich habe sie in guter Erinnerung. Wenn man sowas als so kleines Mädel erlebt, hattest du dann eine besondere Angst im Zuge deines Älterwerdens vor dem Tod? Ach, das eigentlich nicht mal so. Aber ich habe damals, kann ich mich erinnern,
am gleichen Tag noch. Ich habe da gestanden und wo mir meine Mutter dann erklärt hat, die ist im Himmel, da habe ich geschrien, ich will zu meiner Oma. Da war ich, also in meiner kindlichen Fantasie habe ich gemeint, also das wäre machbar. Ich könnte zu meiner Oma. Ich Ja, das denkt man als Kind. Und da sagte meine Mutter, das geht doch nicht. Wie soll das denn gehen? Das geht gar nicht. Nee, das ist ein bisschen schwieriger. Ja, aber die hat mir das dann erklärt, dass es nicht geht. Ja, ja, also ich habe mir das so in meiner kindlichen Fantasie, wie man so als kleines Mädchen denkt. Man sagt, man will zur Oma und ich habe geschrien, ich will zu meiner Oma. Ich denke gerade auch noch, das war furchtbar. Das zeugt ja auch was für ein intensives Gefühl und Verhältnis deine Oma zu dir hatte, dass sie quasi ihren so lange am Leben geblieben ist, bis sie dich nochmal fühlen konnte und dass du nochmal zu ihr kamst. Ja, ja, ja. Also warst du ihr ganz, ganz wichtiges Enkelkind, ein ganz wichtiger Mensch. Mein Bruder nicht so, der ist 2 Jahre älter, aber ich bin immer bei ihr gewesen. Ich war ja die Bezugsperson, ich bin für sie einkaufen gegangen. Was ich tun konnte, hatte ich gemacht. Ja, ja. In dem Alter schon, was man so tun kann, habe ich immer für sie gemacht. Ja. Und dann durfte ich bei ihr schon mal Kaffee trinken, Bohnenkaffee, das war verboten. Da war ich noch angeblich, ja nun, so ein kleines Kind schon Kaffee geben, also ob das so gut ist. Aber da durfte ich das dann eben immer. Wie alt ist denn die Oma eigentlich geworden? Die war 80. 80? Und das war dann noch so, das war für mich auch schlimm. Die ist von zu Hause aus beerdigt worden. Die war noch bei uns zu Hause. Und dann wurde der Sarg nicht zugemacht. Alle wollten sich von ihr verabschieden. Und meine ganzen Tanten kamen, wir müssen uns von der Mutter noch verabschieden. Und ich habe sie da im Sarg liegen sehen. Es war ganz schlimm. Also tief eingebrannte Erinnerungen sind das. Ja, ja. In die Zeit. Und das kam dir natürlich gleich in den Sinn, als du unser Thema gehört hast letzte Woche. Ja, da habe ich gedacht, also das doch mal, ich habe das immer so ein bisschen verdrängt, habe noch mit keinem so darüber gesprochen und... Echt, du hast mit keinem darüber gesprochen? In all deinem Lebensjahr? Ja, manchmal so erzählt und... Weil das ist doch eigentlich so eine Geschichte, die man so im Leben dann erzählt, ne? Ja. Im Laufe des Lebens. Ja, wenn es mal zu dem Thema kommt. Ne? Ja, klar. Ich will ja nicht jetzt zu den Leuten und sagen, was mir passiert ist, natürlich, das mal und natürlich. Das macht man ja nicht. Also umso mehr freut es mich, dass du hier angerufen hast und es uns erzählt hast. Ursula. Ja, das ist. Deine Oma hat dich sehr lieb gehabt. Ja, ja, man muss mal drüber sprechen. Ja, ja. Ja, ja, es muss mal raus. Ich habe das immer jahrelang verdrängt und sie hat mir gefehlt und ich bin dann immer, bei meiner Mutter durfte ich dann nachher auch schon mal eine Tasse Bohnenkaffee und da sagte sie, ja. Wo willst du denn mit dem Kaffee hin? Ja. In die Wohnstube. Ja, wo die Oma gesessen hat. Ah, ja, da sagte meine Mutter, ach, die ist doch nicht mehr da. Was willst du denn da? Mhm. Trotzdem, ich habe mich da an den Platz gesetzt, wo ich da immer gesessen habe. Rührend. Und hab da gesessen. Rührend, ja. Und habe getrunken und habe geweint und habe gedacht, also das darf an die Oma doch gehört. Alles nicht wahr sein. Mhm. Also sie fehlte mir einfach. Weil das war auch ein Anlaufpunkt für mich. Wenn meine Mutter war sehr streng, wenn die mit mir geschimpft hat oder ich habe auch schon mal einen Klaps gekriegt, dann bin ich reingelaufen. Und dann war die Oma die Trösterin. Ja, die hat mich getröstet. Die sagte, wie kann man nur ein Kind schlagen? Und dann gingst du wieder zu meiner Mutter, wie konntest du nur? Ja. Und dann also... Liebe Ursula, ich danke dir für den Anruf. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe von Herzen. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ebenfalls. Dankeschön. Ja, tschüss. Tschüss. Und gleich geht es weiter mit der Jutta. Jutta ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Jutta. Hallo, Domian. Hallo, Jutta. Auch zu unserem Thema letzte Woche hast du angerufen. Ja, ich habe heute meine Mama beerdigt. Heute? Also ich bin verheiratet und habe auch Unterstützung. Nur ich sitze jetzt hier rum auf dem Sofa und kann einfach nicht schlafen. Da habe ich gedacht, ich rufe einfach mal an. Das ist natürlich ein ganz schlimmer Tag heute. Ja. Ist deine Mutter... unerwartet verstorben? Plötzlich? Eigentlich nicht. Sie ist 77. Sie wird jetzt am 27. Februar wäre sie 78 geworden. Aber sie hatte keinen Lebenswillen mehr gehabt. Das heißt, nicht krankheitsbedingt, sondern mein Vater ist vor 12 Jahren schon heimgegangen und durch eine Herztransplantation, die dann einfach nach 11 Tagen dann doch zum Tode geführt hat. Und das wurde die letzten Jahre eigentlich immer schlimmer, dass sie
zu ihrem Mann wollte. Achso, sie hatte keinen, die Energie war, die Lebensenergie genau, war weg richtig. Und sie wollte nicht genau. mehr auf dieser Welt sein. Genau. Das heißt, sie hatte eigentlich keine schwere körperliche Erkrankung. Nein. Sie war einfach müde. Richtig. Mhm. Und wir wohnen direkt nebeneinander. Mhm. Und ich meine, ich war immer für sie da und... Bist du das einzige Kind? Ja. Ich bin das einzige Kind und... Warst du dabei, als sie gestorben ist? Ja, und deshalb rufe ich auch an, weil es so wichtig ist, ich würde es jedem empfehlen, dabei zu sein, wenn es möglich ist. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass es möglich ist. Also ich wollte nie meine Mutter so sehen oder was weiß ich. Ich muss dabei sagen, sie ist in ein künstliches Koma versetzt worden, 2 Tage vorher. Mhm. Sie ist eigentlich an einer Lungenentzündung hintergestorben. Mhm. Sollte wegen einer Banalität operiert werden, darmmäßig, aber am Freitag hat man mich angerufen, sie liegt auf Intensiv, aber das ist alles so weit im Griff. Mhm. Am Samstag hat man mich angerufen, ich war jeden Tag da, aber man hat mir vorher schon gesagt, sie wird sterben heute am Samstag. Ja, das hat man so gesagt? Das hat man mir gesagt, aber sie waren alle sehr nett auf Intensivstation zu mir und ich durfte auch dabei bleiben und die Organe haben versagt. Und bevor deine Mutter in das künstliche Koma gelegt wurde, ja. Gab es letzte Worte? Nein, bevor nicht. Also sie hat schon 2 Tage vorher so ein bisschen schläfrig gestellt. Meine Mutter war eine sehr starke Raucherin und... sie wollte immer wieder aufstehen und Zigarette greifen und hat man sie eigentlich schon mal ziemlich schläfrig gestellt. Mhm. Und da war für mich das Bild schon mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, sie lag da wie ein Häufchen Elend. Mhm. Gab es denn Worte, an die du dich heute besonders erinnerst? Ja, ich habe mich in den letzten Stunden, ich habe hier... 12 Stunden bei ihr gesessen bis zum Schluss und habe mich eigentlich für alles bedankt, für die ganze Liebe, die sie mir gegeben hat. Mhm. Obwohl sie selber eine schlechte Kindheit hatte, hat sie mir die ganze Liebe gegeben und ich habe mich entschuldigt für alles. Ich war in den letzten Monaten ziemlich zickig zu ihr, sagen wir mal so, weil sie einfach diese Tüdeligkeit, das konnte ich einfach nicht so verarbeiten, dass sie es auch nicht begriff, wenn ich was wollte von ihr oder irgendwie was. Wie hat sie auf all das reagiert, wenn du... Gar nicht. Gar nicht. Nein, sie lag im künstlichen Koma, aber die Ärzte und die Schwestern haben mir alle gesagt, die kriegen das mit und die kriegen das mit. Also gab es von ihr in dem Sinne keine letzten Worte? Nein. Das waren deine letzten Worte an sie? Das waren meine letzten Worte. Ah, ja. Ich habe mich bedankt für die ganze schöne Kindheit und Jugend, alles, was ich hatte von ihr. Für ihre Liebe, für ihre Fürsorge und das hilft mir so darüber weg. Und deshalb bin ich auch unwahrscheinlich gefasst heute. Ich denke, vielleicht kommt das vielleicht in der nächsten Zeit, dass ich so ein bisschen, ich muss immer wieder weinen, aber ich habe sie so geliebt und sie hat mich geliebt und das weiß ich. Und war es für dich ein klein wenig erleichternd und tröstlich, wenn man das Wort gebrauchen darf, dass sie gerne gehen wollte? Ja, das war es. Und als heute die Beerdigung war und ich bin hinterm Sarg hergelaufen, ich wusste gar nicht, was ich fühlen sollte. Für mich ist das diese sterbliche Hülle, weil ich glaube daran, dass die Seele, die ist irgendwo und sie wird immer bei mir sein. Ich kann damit nicht so viel anfangen mit dem Sarg und diese Hülle und... Ich stand heute am Friedhof mit meiner Familie und habe gedacht, warum weine ich jetzt nicht? Warum weine ich? Ich habe nicht geweint, ich konnte nicht. Ich habe an dem Bett geweint. Ich habe nur geweint und geredet und gemacht und getan und immer nur auf den Monitor gestarrt, bis es endlich auf Null alles ging. Hast du dann, als sie verstorben war, auch noch eine Weile bei ihr gesessen? Nein, eigentlich erstmal nicht. Für mich war das Wichtigste, dass ich beim Übergang dabei war und dann hat mein Mann mich abgeholt. Er war jetzt nicht in der letzten Stunde dabei, ich hatte aber alles da. Der Priester war da, die letzten Freunde, alles war da. Mein Mann war auch da, aber den habe ich hinterher nach Hause geschickt. Ich wollte alleine mit ihr sein. Und was soll ich sagen? Also ich rufe eigentlich an, weil... ich denke, warum geht es mir im Moment nicht gut, aber ich bin sowas von erleichtert und alles ist gut, habe ich gesagt. Und der Regen, der in letzter Zeit war,
Und heute hat die Sonne geschienen bei der Beerdigung. Es war alles schön, es war alles wunderschön. Und jedem will ich empfehlen, dass er dabei ist, dass wenn jemand wirklich rübergeht. Wenn das geht, manchmal geht es ja einfach nicht, aber wenn es geht, finde ich das auch, dass wenn du das geht, absolut hast du recht, ja. Ich hatte Angst, sie loszulassen, mal eben auf Toilette zu gehen. Ich hatte Angst, dass es dann passiert. Und beim letzten Mal habe ich gesagt, Mama, mach dich nicht vom Acker, wenn ich jetzt gerade mal eben auf Klo gehe. Das hat die Mama auch gehört und ja, hat, also ich hat vermute, gewartet. Weil der Puls, der bewegte sich dann so ein bisschen. Und ja, es war einfach nur, ich weiß nicht, was ich empfinde und was ich fühle. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, dass... Natürlich ist es alles unglaublich traurig. Natürlich werden auch wieder Phasen kommen, wo du ganz traurig bist. Aber da sind so entscheidende Sachen, die du gesagt hast. Einmal, dass du ihr das alles hast mitteilen können, noch, finde ich ganz wichtig. Ich finde es wichtig für dich auch und für sie sicherlich auch, dass du da warst. Und das ist, wie du gerade auch gesagt hast, tröstlich, dass das alles eigentlich so im Sinne deiner Mutter passiert ist. Sie wollte das ja so. Sie wollte das so. Nur das Einzige, was mich so ein bisschen belastet, ist, dass ich eben in den letzten Monaten oder ich sag mal vielleicht auch ein Jahr, dass ich da nicht so mit klarkam, dass sie so wurde in diesem Altersstarre sind, sag ich mal. Auch so ein bisschen aggressiv manchmal und dieses Bestimmende. Und also manch ein böses Wort tut dir leid, was du gesagt hast. Ja, sehr. Ja, das glaube ich. Dass ich sie viel, ich bin immer da gewesen, sagen wir mal so, aber ich wohne 15 Schritte von ihr entfernt, aber ich war vielleicht mal 5-mal im Haus bei ihr dann. Und aber weißt du, Jutta, ich will dir mal was sagen. Man kann ja auch nicht perfekt funktionieren, dass man immer sich richtig verhält und immer gelassen ist und immer dann halt auch einfühlsam mit den Menschen umgeht. Ich glaube, das ist auch allzu menschlich, wenn man dann als enger Angehöriger auch da mal ein bisschen grantig vielleicht ist. Das wäre ja übermenschlich, wenn du immer nur ganz wunderbar wärst. Und das ist ja auch für den, der übrig bleibt oder der an der Seite des Schwerkranken ist, auch eine unglaubliche Belastung, die ja auch auf die Nerven geht. Ja. Und dass man da dann auch schon mal was sagt, was man hinterher sehr bereut, ist, glaube ich, das passiert allen. Ich glaube, das ist ganz normal. Denke ich mal. Ja. Weil sie hat auch immer für uns gekocht und seitdem ich seit einem Jahr eine andere Arbeitsstelle habe und irgendwie anders arbeite, es ist kaum noch einer bei ihr. Und man hat mir heute gesagt, aber allerdings nicht böse oder was weiß ich, sie ist irgendwie vereinsamt. Und da mache ich mir so ein bisschen Gedanken drüber. Das ist irgendwie, aber ich denke, der Wunsch, dass sie gehen wollte, das hat sie schon, das hat sie jedem erzählt, der ganzen Nachbarschaft, überall. Das war ganz stark. Wie geht's dir? Auch nicht so gut, am liebsten würde ich morgen gar nicht mehr aufmachen. Das hat sie schon immer gesagt, schon seit ein paar Jahren. Liebe Jutta, ich möchte gerne, da ist ja schon heute ein existenzielles Erlebnis, auch heute wieder war für dich, die Beerdigung, und du jetzt wahrscheinlich da zu Hause sitzt und auch nicht schlafen kannst, würde ja gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, wenn du es möchtest. Das können wir gerne machen. Ja. Dann wünsche ich dir sehr viel Kraft für die nächste Zeit. Danke. Und von Herzen alles Gute. Danke dir, Domian. Du wirst gleich von uns zurückgerufen, von Simone. Alles klar. Alles Danke Gute. Dir. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Daisy. Daisy ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Daisy. Hallo. Das Thema heißt letzte Worte. Ja. Dazu hast du angerufen. Ja. Warum? Und zwar geht es um die letzten Worte, die ich an meine Mutter gerichtet habe, bevor sie gestorben ist. Wann ist denn deine Mama gestorben? Das war vor knapp einem Jahr. Ja. Und was waren das für Worte, die du ihr gesagt hast? Ich habe ihr gesagt, dass ich sie hasse. Dass ich sie einfach hasse. Und Ist deine Mutter dann ganz unerwartet und plötzlich verstorben? Nein, also meine Mutter, die hatte schon länger ein Alkoholproblem und also sie war wirklich ein guter Mensch, aber sie hat einfach Probleme viele gehabt und War sie, als du das gesagt hast, war sie da erkrankt, schwer erkrankt schon? Sie war betrunken, wie eigentlich fast jeden Abend, wenn ich nach Hause kam. Und wann ist sie dann, nachdem du das gesagt hast, wie lange Zeit ist da noch vergangen, bis sie gestorben ist? Also wir hatten eben ein
ziemlich heftigen Streit und dann habe ich ihr gesagt, dass ich sie hasse und habe Sachen gepackt, bin zu einer Freundin für 2 Tage. Und als wir dann in der Schule waren, dann hat mir der Direktor mitgeteilt, dass meine Mutter gestorben ist und das waren meine letzten Worte. Ich würde so gerne sagen. Ja. Weißt du, woran sie dann letztendlich gestorben ist? Ja, also sie hatte zu viel getrunken und noch Tabletten dazu und sie hat es einfach nicht verkraftet, dass ich weggelaufen bin. Ach so, es war eine Selbsttötung. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht genau. Hast du dann deine Mama gesehen, als sie verstorben war? Hast du sie ansehen wollen und können? Nein, ich konnte sie nicht ansehen. Ich fühle mich so schuldig. Ich bin auch erst dann 3 Monate danach ans Grab gegangen. Ich konnte nicht mit zur Beerdigung. Ach so, aus Verzweiflung konntest du nicht mitgehen? Nein, ich habe mich so schuldig gefühlt. Mhm. Nun ist das Ganze ein Jahr her und wahrscheinlich hast du seit dem Jahr an fast nichts anderes gedacht. Ja, ich versuche auch auf letzter Zeit mit dir irgendwie zu reden, ans Grab zu gehen, aber sie antwortet nicht. Ich flehe sie an um Entschuldigung und dass ich sie wirklich nicht hasse, aber meine letzten Worte, ich habe sie noch im Ohr, es ist wie als wäre es gestern gewesen. Ich höre mich ganz genau sagen immer wieder, ich hasse dich und gegen die Tür schlagen und... Ja. Daisy, die Monate und Jahre vorher, wie war das? War das Verhältnis da auch eher schwierig zwischen dir und deiner Mutter? Ja, also meine Mutter, sie war wirklich eine gute Mutter, aber sie hatte Probleme mit verschiedenen Männern und sie kam oft nachts nicht nach Hause und wenn dann... stand sie total neben sich, war total betrunken. Also es gab immer schon ein Alkoholproblem? Ja. Ja. Warst du das einzige Kind? Ja, ich habe noch einen jüngeren Bruder, aber der wurde hier, wo er 3 war, weggenommen. Ach so, das heißt, du hast alleine mit deiner Mutter gelebt? Ja. Sie hat dich alleine großgezogen? Ja, sie hat immer wieder mal diverse Freunde, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, die auch sehr handgreiflich gegenüber meiner Mutter, auch gegenüber mir geworden sind. Wenn du dich so zurückerinnerst, hat deine Mutter auch schon getrunken, als du ein kleines Kind warst? Ich kann mich eigentlich nicht mehr anders an sie erinnern. Weißt du, Daisy, das klingt jetzt für einen Außenstehenden wirklich so, als wäre das eine sehr problematische Familie gewesen und so, als hätte deine Mutter auch sehr große Probleme gehabt in ihrem Leben und mit sich selbst. Ja, aber wir waren doch eine Familie und... Aber weißt du, dass es dann natürlich auch normal ist, wenn deine Mutter so große Probleme mit sich selbst hatte, dass es natürlich auch zu Streitereien zwischen dir und ihr gekommen ist. Du warst ein pubertierendes Mädchen. Wenn man in der Pubertät ist, ist man ja sowieso irgendwie ein bisschen neben der Mütze. Und dass es dann Streit gibt, ist ja auch normal. Und dass einem dann so etwas rausrutscht, sage ich dir jetzt auch, das ist doch auch, das kann auch normal sein und kann auch passieren. Ja, da finde ich schon, dass es nun gerade so ein Unglück ist, dass sie dann kurz darauf gestorben ist. Das ist wirklich eine ganz große Tragik, da gebe ich dir recht. Aber ich fühle mich jetzt, als hätte ich sie mit eigenen Händen... Nein. Weil ich eben weggelaufen bin. Nein. Ich verstehe dein Unglück und ich verstehe auch dein schlechtes Gewissen. Aber glaube mir, ganz objektiv gesehen, verbindet dich mit der ganzen Sache auch keine Schuld. Deine Mutter hatte große Lebensprobleme offensichtlich. Vielleicht hat sie sich sogar das Leben genommen, man weiß es ja nicht, wie du sagst. Und da hängen so viele Sachen dran. Und du warst ein junges Mädchen, ein Kind. Und dass da im Eifer des Gefechts dann auch schon mal sowas gesagt wird, ist ganz normal.
Aber ich glaube, dass das mit so mit einem Gespräch oder ja auch nicht so getan ist. Ich würde dir sehr, sehr dringend empfehlen, dass du dir gute Hilfe von jemandem suchst, der sich so ein bisschen mit solchen Sachen auch auskennt, damit du deine Schuldgefühle in den Griff kriegst, weil die machen dich ja kaputt. Ja. Was hast du denn jetzt das ganze letzte Jahr gemacht, seitdem deine Mama tot ist? Also, ich war eben bis vor kurzem auch noch im Heim, aber bin jetzt in eine eigene Wohnung gezogen und hatte auch eine Lehrstelle, aber das war einfach zu viel und die habe ich jetzt leider wieder verloren, aber... Ja, siehst du, das ist so, das ist das, was nicht passieren darf, was sicher auch deine Mutter nicht gewollt hätte. Sicherlich möchte deine Mutter oder hätte deine Mutter gewollt, dass du voran im Leben kommst und dass du auch eine Lehre machst und dein eigenes Leben aufbaust. Die würde nicht wollen, dass du so fertig und so traurig bist. Ja, ich hab einen Menschen kennengelernt, der hat mir wirklich, dem möchte ich auch wirklich danken. Das ist sehr geholfen schon und das ist halt der einzige Mensch, der mir einfach Kraft gibt und weißt du, wovon ich ganz überzeugt bin? Wenn jetzt deine Mama von oben was sagen könnte, dann würde die sagen, Daisy, du trägst keine Schuld. Guck du nach vorne und sieh zu, dass du ein schönes Leben führst. Ich hatte es schwer genug. Ich bin sicher, dass deine Mama das so sagen würde. Ganz sicher. Ja. Pass mal auf, Daisy, jetzt wird nach diesem Gespräch bitte ich dich aufzulegen und dann wird eine sehr nette Frau, nämlich meine Psychologin, die Simone, dich nochmal anrufen. Okay, darf ich noch jemand grüßen? Ja, klar, darfst du gerne. Danilo, Schatz, ich liebe dich. Mhm, okay. Und dann kannst du mit der Simone gleich noch ein paar Sachen besprechen und sie wird dir auch noch ein paar Tipps geben, was du tun könntest und wie du wieder ein bisschen mehr auf die Beine kommst, okay? Okay, gut. Alles Liebe und alles Gute und wir melden uns gleich wieder bei dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist die Christina. Ja. Christina, 52 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Christina. Ja, Thema letzte Worte. Ja, die sollten eigentlich von mir zu meiner Mutter und meiner Schwester sein. Weil ich todkrank bin und die wissen das nicht. Du bist todkrank und deine Mutter und deine Geschwister wissen das nicht? Also ich habe eine Schwester. Und die Schwester weiß das nicht? Weil ich gesehen habe, wie meine Mutter mit dem Tod meines Vaters umgegangen ist. Ich kann einfach nicht. Welche Erkrankung hast du? Ich habe Brustkrebs. Wie weit ist die Erkrankung fortgeschritten? Weißt du, mich hat genau das erwischt. Der seltenste und aggressivste, dieser entzündliche Brustkrebs. Hm. Das heißt, es ist ganz viel schon unternommen worden? Nein, ich kann nichts kriegen, weder Chemo noch was anderes, weil ich bin außerdem noch am Rollstuhlbund und habe dadurch noch andere Krankheiten. Also ist egal, was ich machen würde, ich würde so und so sterben. Das heißt, man kann diesen Krebs überhaupt nicht mit Therapien behandeln, in gar keiner Form, weder operativ noch mit Bestrahlung, mit gar nicht. Ich bin schon, wie dein Kollege gesagt hat, in Reaktivbehandlung, ne? In was? In onkologischer Behandlung. Also onkologisch Palliativbehandlung. Genau. Wie nah ist denn dein Verhältnis zu deiner Schwester und zu deiner Mutter? Also, sagen wir mal so, ich bin nicht so reserviert zu ihnen, wie sie zu mir. Warum sind die reserviert zu dir? Oh ja, wie soll ich sagen? War das immer schon so? Ja. Ja? Kann man, ja. Hast du eine Idee, warum war das? War sogar noch verstärkt in jungen Jahren. Weil ich bin nicht so groß zu Hause groß geworden, ich bin adoptiert und so. Und da gab es da schon immer Probleme. Ach so, das ist gar nicht deine leibliche Mutter. So ist es. Auch nicht meine Schwester. Und dann auch nicht deine leibliche Schwester. Genau. Du hältst es für möglich, dass daher so eine kleine oder so eine Grunddistanz zu dir da ist. Mhm. Ja. Jetzt muss ich dich nochmal fragen, du hast gerade gesagt, du hast noch andere schwere Erkrankungen. Ja, ich sitze seit 20 Jahren im Rollstuhl und habe alles, was da an Krankheiten anfällt. Arthrose, mit der Bauchspeicheldrüse, Knochenstatus wie sag ich mal, eine alte Frau von 80 Jahren. So. Mhm.
Bist du verheiratet oder hast du einen? Ja. Du hast einen Partner. Der weiß aber Bescheid. Na, das habe ich ihm vor 2 Wochen gesagt, weil ich brauchte ein paar Unterschriften, wie das so in Deutschland ist, ne? Mhm. Ja, und dann wollte er wissen, wieso. Und dann habe ich ihm das natürlich gesagt. Wie hat er reagiert? Ja, er möchte die Scheidung. Er möchte die Scheidung? Mhm. Er erfährt, dass seine Frau todkrank ist und unter Umständen sterben wird und er will die Scheidung? Mhm. Das heißt, eure Ehe ist alles andere als in Ordnung? So ist es. Schon seit langem? Von seiner Seite schon. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch und habe vieles toleriert und so. Aber ihr wohnt in einer Wohnung? Nicht mehr. Ach so. Mhm. Naja. Das heißt, das heißt, du bist viel alleine? Naja, meinst du jetzt einsam oder alleine? Aber ein großer Unterschied, hast du recht. Ja. Fangen wir erstmal mit alleine an. Alleine ab und zu, einsam bin ich überhaupt nicht. Weil es schon auch noch andere Leute gibt, die dich besuchen? Ja. Mhm. Also da kann ich nicht meckern. Mhm. So, jetzt lass uns zurückkommen auf nochmal einen Satz zu deinem Mann. Bitte. Die Beziehung ist nicht in Ordnung, schon seit langem nicht. Und wenn ihr nicht zusammen wohnt, dann ist das für dich ja auch schon mehr oder weniger klar. Hat dich das dann jetzt dennoch zusätzlich umgehauen, als er gesagt hat, ich will die Scheidung, nachdem er erfahren hat, wie schwer krank du bist? Ja, das hat mich umgehauen. Das kann ich gut verstehen. Das finde ich auch sehr schlimm. Weil wir sind nicht 3-4 Jahre verheiratet, sondern wir kennen uns seit 1990 und verheiratet sind wir seit 93. Also ist schon eine Menge, ne? Allerdings, finde ich auch. Ja. Und eigentlich müsste man gerade dann, auch wenn es nicht mehr so gut ist, müsste man zu dem Menschen stehen, mit dem man so lange zusammen war. Naja, den Kommentar, den er mir gesagt hat, er ist ja auch sehr krank und hatte einfach gesagt, vielleicht stirbt er eher als ich. Das war's. Hm. Jetzt möchte ich zurückkommen auf deine Mutter und deine Schwester. Hm. Merken die nicht, dass du sehr angeschlagen bist? Nein, wir sehen uns kaum. Meine Schwester wohnt in Köln und meine Mutter wohnt in betreutes Wohnen, die ist 75 Jahre. Wie viele Kilometer trennen euch? 15. 15 von der Mutter? Ja. Und die Schwester? In Köln ist ein bisschen mehr. Wo wohnst du denn? In Berlin. Ach, in Berlin. In Berlin. Ja. Gut, das ist natürlich eine weite Strecke, Köln-Berlin. Mhm. Mhm. Telefoniert ihr denn ab und zu mal? Ja, ich rufe sie jeden Tag an. Jeden Tag? Ja. Und jeden Tag steht da so hinter dir die Frage, soll ich es sagen, soll ich es nicht sagen? Genau so ist es. Welche letzten Worte würdest du denn gerne deiner Mutter und deiner Schwester sagen? Nee, ich wollte eigentlich mit allem, was ich so habe, in Frieden gehen. Mhm. Das bedeutet? Was bedeutet das? Man hat ja auch so ein paar schlechte Worte manchmal gesagt und so, ne? Und ich kann mich einfach nicht aussprechen. Mhm. Was hält dich davon? Ja, bitte? Ja, und da habe ich gedacht, naja, vielleicht was hältst du davon, wenn ich einen Brief schreibe und dann schreibe, warum ich das eben nicht sagen konnte, weil ich denke, dass sie das nicht verkraften wird, psychisch und seelisch. Mhm. Beziehen sich deine Bedenken denn auch auf die Schwester, dass die das auch nicht verkraftet? Oh, meine Schwester kann ihren Mund nicht halten. Ach so, das heißt, wenn du es der sagst, dann weiß es die Mutter auch. Dann weiß es dann, meine Tante, und meine Tante erzählt es dann meine Mutter. Verstehe, dann geht es gleich reihum. Ja, ja. Ist die Mutter, wie geht es der Mutter, seelisch und körperlich? Na, sie ist seelisch nicht stabil, denke ich. Mhm. Weil sie bildet sich immer Krankheiten ein, die sie gar nicht hat. Mhm. Und dann bin ich auch immer ein bisschen unwirsch und schimpf mit ihr, weil ich immer sage, es gibt Leute, die sind viel kränker als du. Mhm. Du hast nur Zucker und du hast dir den angefressen, zum Beispiel. Und dann Alterserscheinungen wie Knochen wehtun und so. Mhm. Aber sie ist so geistig, ist sie schon fit. Ist sie klar? Mhm. Ja. Du hast gesagt, sie hat damals sehr heftig darauf reagiert, als der Vater gestorben ist. Ja. Wie? Mit Schuldgefühlen. Mhm. Mhm. Ja. Und ich Christina, nicht. Das ist jetzt aber ein Stichwort, was du da sagst. Ich habe auch welche, ja. Nee, pass mal auf. Natürlich ist das Schockgefühl für deine Mutter auch da, wenn sie unvorbereitet erfährt, dass du gestorben bist. Somit entziehst du ihr ja vielleicht auch die Möglichkeit, dass sie dir noch etwas sagen könnte.
Vielleicht hat sie dir gegenüber auch Schuldgefühle. Und wenn ihr beide jetzt miteinander reden würdet, dann kannst du sagst, du möchtest in Frieden gehen, dann kannst du das sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Und du gibst ihr noch die Chance, das auch zu sagen, was ihr auf dem Herzen liegt. Meinst du, sie wird nicht zusammenklappen? Ich kann das ja nicht einschätzen. Naja. Es wäre sicher gut, wenn das jemand ihr von Gesicht zu Gesicht sagen würde und nicht am Telefon. Ja, am Telefon möchte ich ihr das sowieso schon gar nicht sagen, das macht man nicht. Ich habe es dem Bruder meines Mannes am Telefon sagen müssen, weil keiner zu mir kommen wollte. Ne? Und das war mir schon unangenehm. Weißt du, natürlich ist das ein Schock, wenn man so etwas hört. Aber die Chancen, die damit verbunden sind, nämlich doch nochmal vielleicht ins Reine miteinander zu kommen, sind so groß und so wichtig, dass man dieses gewisse Risiko, finde ich, in Kauf nehmen sollte. Weißt du, warum ich dich frage? Ich verfolge deine Sendung sehr oft. So oft hat mir meine Gesundheit eben halt erlaubt. Ne? Und ich habe festgestellt, dass viele Sachen, die du an Ratschlägen gegeben hast, habe ich auch umgesetzt. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, ich rufe dich an und frage, was du davon hältst. Wobei man da immer vorsichtig sein muss. Das ist natürlich, ja, eine ganz persönliche Entscheidung. Ja, natürlich. Ich habe das denn entschieden, auch so, wenn ich das hin und wieder, dieses Abwägen, ne? Genau. Also ich sag dir so meine Meinung. Du musst das natürlich individuell... Ich sag das nicht, Domian hat gesagt. Ja, nicht. Ich höre mir das an, lass mir das durch den Kopf gehen und vergleiche mein Gefühl dabei. Ja, genau. So muss man das ja auch mal. So macht man das ja auch im Gespräch mit einem Freund oder mit jemandem, den man respektiert. Also ich würde diese Dinge berücksichtigen, die ich dir gerade gesagt habe. Ja, ich werde mein Bestes versuchen. Wenn sie, wo du gerade sagst, sie macht sich Schuldgefühle, sie hat sich damals Schuldgefühle gemacht dem Vater gegenüber. Vielleicht macht sie sich das ihr gegenüber ja auch. Oder ist es irgendetwas, was ihr auf dem Herzen liegt, was deine Person anbelangt? Wie gesagt, ihr könntet nochmal sprechen miteinander. Klar, da hast du recht. Und ich finde auch, reden ist besser vielleicht sogar. Der Schock kommt ja so und so. Der Schock kommt so und so, ja. Und so kann man sie vielleicht darauf vorbereiten. Hast du denn, liebe Christina, gibt es eine Prognose? Sagt dein Arzt? Ja, also wir haben so geredet zwischen Viertel bis halbes Jahr, höchstens ein ganzes Jahr. Ich habe gesagt, ich will das ganze Jahr. Ich hoffe, ich krieg's auch. Ja, wenn man das so will, dann, ich glaube, das hat schon eine Wirkung, wenn man so entschieden leben möchte. Ja, ich möchte leben, natürlich. Wer möchte das nicht, ne? Nimmst du sehr starke Medikamente schon ein? Nee, ich habe mich bisher strikt geweigert. Ah ja. Es liegt was da, wenn ich was brauche, und ich habe auch versprochen, meiner Ärztin, wenn es mir ganz mies geht, ich rufe an, sie hat mir alles dagelassen. Aber ich kämpfe einfach dagegen an. Ne? Ja. Ja gut, solange das nicht nötig ist, musst du sie auch nicht nehmen. Solange ich das ertragen kann, genau. Ich bin Schmerzen gewöhnt durch den Rollstuhl. Ne? Auf jeden Fall bist du versorgt und weißt auch dann gegebenenfalls, dich zu verhalten, wenn es schlimmer wird und schmerzhafter wird. Ja. Das, für diese Sache bin ich total ratlos, ne? Und das andere, das mit meinem Mann, ich lasse mich einfach nicht scheiden und fertig, und dann rege ich mich darüber nicht mehr auf. Okay, wenn was du so soll siehst. Ich da sonst machen? Ja, natürlich. Ja. Nicht so wichtig. Also liebe Christina, was die Sache mit deiner Mutter und deiner Schwester anbelangt, habe ich dir jetzt meine Einschätzung gesagt. Ich hoffe, dass ich dir vielleicht ein bisschen helfen konnte. Hat mir ein bisschen leichteres Gefühl schon gegeben. Das freut mich. So, ja, doch. Das freut mich sehr. Das bedrückt mich mehr ganz. Ich gehe jeden Abend ins Bett mit den Gedanken, ich möchte nächsten Tag noch aufwachen. Ich muss das auf die Reihe kriegen. Ich konnte nicht bisher den Brief schreiben. Ich konnte das nicht sagen. Ich habe auch alle anderen Sachen meine Freundin schreiben lassen, weil ich kann nicht meine eigene testamentarische Verfügung schreiben, und ich kann nicht meine eigene Patientenverfügung schreiben. Ach so. Das ist mir einfach zu gruselig. Verstehe. Ich weiß, ich kann damit leben, ich weiß, ich muss sterben. Damit habe ich mich arrangiert. Ich will nicht, aber ich muss. Na gut, ne? Kann man nicht ändern. So, und dann versuche ich daraus das Beste zu machen. Liebe Christine, ich wünsche dir wirklich, aber wirklich mindestens noch ein Jahr, dieses Jahr, was du dir auch wünschst. Jo. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Dankeschön. Und ich wünsche dir, dass du keine Schmerzen hast.
Ah ja, das freue ich mich, dass mir das alle wünschen. Ja, das ist wirklich. Alles Liebe. Ich wünsche dir auch was nicht und wir gucken weiter. Und wenn es wirklich nochmal klappt und du hast eine Sendung, was mich interessiert, melde ich mich wieder. Da rufst du an. Ich würde mich sehr freuen, nochmal mit dir zu sprechen, Christina. Okay. Alles Liebe, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. So, jetzt bin ich verbunden mit dem Max und Max ist 16 Jahre alt. Hallo Max. Hallo Domian. Hallo Max. Letzte Worte. Ja, bei mir geht es um die letzten Worte meines Vaters. Mhm. Der ist verstorben? Ja. Ja. Wann? Als ich 7 Jahre alt war, also jetzt vor 9 Jahren. Ja. Was waren die letzten Worte deines Vaters? Die waren: immer tust du Papa weh. Bitte? Immer tust du Papa weh. Immer tust du Papa weh. Was hattest du getan? Wir haben zusammen rumgetobt und er lag dann am Boden und ich bin ihm halt ins Gesicht, also habe ihm ins Gesicht gestoßen und das hat ihm wehgetan. Dann hat er gesagt: immer tust du Papa weh, und ist gegangen. Wie gegangen? Ist er gestorben? Er ist aufgestanden und weggegangen. Und wohin? Hat noch zu meiner Mutter Tschüss gesagt und müsste jetzt gehen. Aus der Türe, und am nächsten Tag ist er dann wohl verstorben. Woran ist er verstorben? An Heroin. An Heroin? Hat er sich selbst das Leben genommen? Nein, das war ein Versehen. Das ist schon mal passiert, da wurde aber wiederbelebt. Mhm. Diesmal war der Notarzt aber nicht schnell genug da. Mhm. Also dein Vater war heroinsüchtig? Ja. Drogenabhängig? Und weshalb ich auch einige Probleme habe. Ja. Und das schon mit 14 Jahren ist er heroinabhängig geworden und da ist wohl einiges auch im Genmaterial zu Schaden gekommen und ich habe auch jede Menge, also Wahrnehmungsstörungen und so weiter. Mhm. Als er da gesagt hat, du tust Papa immer weh, hat er das vorwurfsvoll gesagt? Oder das kann man ja auch so irgendwie nett und flapsig sagen? Oder war das ernst? Das war ernst. Und ist deshalb quasi etwas beleidigt auch aufgestanden und rausgegangen? Ja. Was natürlich für so einen kleinen Jungen furchtbar ist. Ich habe auch ganz doll geweint und habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann kam 2 Tage später die Nachricht für dich, dass er tot ist. Ja. Wie hast du denn das in dem Alter dann aufgefasst? Erstmal habe ich es halt nicht verstanden. Und als ich es dann verstanden habe, habe ich den Frust an Kindern an meiner Schule ausgelassen. Also ich war sehr aggressiv. Mhm. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, ich habe noch einen kleinen Bruder. Ja. Der war da gerade 1 Jahr alt. Der hat das alles nicht mitbekommen? Nein. Du bist dann bei deiner Mutter aufgewachsen? Genau. Mhm. Wohnst du heute auch noch bei deiner Mutter? Ja. Sprichst du viel mit deiner Mutter über den Vater? Ich spreche mit meiner Mutter eigentlich über gar nichts. Über gar nichts? Mhm. Warum? Ich weiß nicht, ich bin mir einfach nicht das Vertrauen entgegen. Ja. Mit wem sprichst du denn über deinen Vater? Mit meinem damaligen Psychologen. Habe ich immer über... Zu dem komme ich auch heute noch. Also er hat gesagt, wenn ich irgendwas habe, kann ich zu ihm kommen. Mhm. Hilft dir das? Das hilft mir. Ja. Hm. Wie denkst du über deinen Vater? Anfangs habe ich mir Vorwürfe gemacht, aber mittlerweile bin ich eigentlich nur noch zornig auf ihn. Was bist du? Zornig. Zornig? Hm. Hm. Finde ich auch. Ich sag's sehr spontan, finde ich auch. Ich finde das so gemein, einem kleinen Kerl zu sagen, immer tust du mir weh, und aufzustehen, rauszurennen. Gut, er war auch ein Opfer wiederum seiner Sucht, aber... Das ist keine Begründung. Nein, das ist keine Begründung. Hat er genügend Versuche unternommen, von der Sucht wegzukommen? Weißt du das? Ja, er war 2-mal in einer Entzugsanstalt, oder wie sich das nennt. Mhm. Und es hat ihm geholfen, dann war er einen Monat halt sauber und dann ging es aber wieder los. Mhm. Also ich denke, da war auch der Wille, das zu nehmen, schon da. Anders ausgedrückt,
Er hatte nicht genug Wille, davon wegzukommen. Ja. Ich bin sehr froh, dass du dir keine Vorwürfe mehr machst. Aber das hat, wie viele Jahre hat das gedauert, bis du die losgeworden bist? Ja, das ging bis vor 2 Jahren so. Erst vor 2 Jahren? Mhm. Das Aufwachsen bei deiner Mutter, war das okay oder war es nicht okay, wenn du sagst, ihr redet gar nicht miteinander? Ja, das war schon okay. So. Wie gesagt, eine Vertrauensbasis kann ich zu ihr nicht aufbauen. Ja. Du klingst schon eigentlich sehr traurig. Im Moment geht's mir auch nicht sonderlich gut. Gibt es was Aktuelles? Ja, hat aber wenig mit meinem Vater zu tun. Hm. Wie oft denkst du an deinen Vater? Ich denke, ich träume oft von ihm noch. Mhm. Ja, und ja. Mein Psychologe hat mich halt dann noch durch diese Aggressionsphase durchgebracht. Ja. Ich habe das alles recht gut überwunden, aber das kann man jetzt dann nach einer Zeit auch wieder hoch. Bist du ich bin auch geritzt und. Ach so. Hm. Du bist noch Schüler? Ich bin noch Schüler. Ja. Läuft das in der Schule okay? Im Moment weniger. Ja. Aber ist es nicht heikel, dass du irgendwie rausfliegst? Doch, das steht schon zur Debatte. Ja. Welche Klasse, welche Stufe? Ich mache im Moment die 10. Klasse. Hm. Hast du Träume? Träume. Was genau? Ja, was du mal gerne machen würdest wollen, später mal beruflich zum Beispiel. Oder wie du leben möchtest. Ich habe überhaupt keine Vorstellung von meiner Zukunft. Ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen möchte. Mhm. Wie oft siehst du deinen Psychologen? Ich habe ihn jetzt eigentlich schon seit 3 Monaten nicht mehr gesehen. Ist eigentlich schade. Weil ich glaube, dass du eigentlich brauchst du dringend jemanden, einen guten Typ an deiner Seite, mit dem du viel quatschen kannst. Ich habe mir auch vorgenommen, ihn morgen nochmal anzurufen, weil im Moment ich ritze mich wieder. Und hast du dann ein paar gute Freunde? Nur wenig. Ja, Freundin? Nicht mehr, nein. Also hängst ziemlich durch im Moment. Ja. In letzter Zeit denke ich auch vermehrt wieder an meinen Vater, aber ja, so, du hast. Ich verwünsche ihn eher, als dass ich ihn vermisse. Hm. Ja, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, dass. Und da gebe ich dir recht, ich finde auch, wenn man 2 Kinder hat, trägt man eine große Verantwortung. Und dann, auch wenn es einem schlecht geht, wenn man Opfer ist, muss man eigentlich alles in Bewegung setzen, dass man auf eine ordentliche Bahn kommt, um für die Kinder da zu sein. Wenn ich so nachdenke, also ich habe auch mal gesehen, wie er sich gespritzt hat. Mhm. Da war ich bei ihm, habe da bei ihm übernachtet. Das hat er in deiner Anwesenheit sogar gemacht? Ja, wo ich gerade auf Toilette war und als ich wieder kam, hat er gerade sich das Zeug reingepumpt. Mhm. Finde ich auch schlimm. Ja. Er hat mir gesagt, es wäre Medizin für ihn und ich habe das geglaubt, aber. Mhm. Wollen wir mal in all der Traurigkeit zumindest mal etwas, nochmal das Positive festhalten, dass du dir keine Vorwürfe mehr machst und dass du kein schlechtes Gewissen hast. Mhm. Finde ich schon mal sehr, 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 sehr wichtig. Sehr wichtig. Max, ich freue mich sehr über das Vertrauen, das du zu mir hast, dass du hier angerufen hast. Ich höre jeden Abend deine Sendung und ich finde das klasse. Es hat so vielen Menschen geholfen. Ich würde dir, oder wir würden dir auch sehr gerne in dem kleinen Rahmen, der uns zur Verfügung steht, auch gerne ein bisschen behilflich sein. Also ich finde erstmal, wenn du da den guten Ansprechpartner mit deinem Psychologen hast, ruf den auf jeden Fall bald an. Mhm. Dass du brauchst regelmäßig Kontakt mit jemandem. Ich habe morgen, habe ich mir schon aufgeschrieben. Ja, und wenn du möchtest, kannst du auch gerne nochmal jetzt mit meiner Psychologin sprechen. Ich wende mich erstmal an meinen Bitte? Ich wende mich erstmal an meinen Psychologen. Okay,
Mein Lieber, dann muss ich jetzt ganz radikal Schluss machen, weil die Sendung gleich gekappt wird. Okay. Alles Gute, lieber Max. Danke, tschüss. Dir auch. Tschüss. In der Technik, Michael Verhoeven. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. Heute ist Freitag, der 8. Februar.